Das wird, glaube ich, echt die stressigste Aufnahme, die ich jemals getätigt habe. Weil, sag ich mal so, ich hatte am Vortag leider keine Zeit, irgendeinen Part aufzunehmen, weswegen ich jetzt hier quasi um 18.30 Uhr die Folge hier aufnehme, dann noch schneide, ins Renderprogramm knalle und hochlade und ich habe bis 20 Uhr Zeit. Also 1,5 Stunden plus minus. Das geht zwar, weil Pokémon tatsächlich ein Projekt ist, Gott sei Dank, das nicht so viel, ja, Produktionszeit benötigt. Dennoch, es ist nicht ganz stressfrei. Aber diesmal mit viel mehr Schlaf und damit auch willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Und der letzte Part war, ja, anders cool. Wirklich anders cool. Und was stehst denn du hier so random rum? Da hinten ist doch was explodiert oder irre ich mich da? What the fuck? Warum hat die plötzlich alles weggewackelt, Mann? Oder hab am Ende nur etwas durch etwas gewackelt? Nein, das kann nicht sein! Also, wenn ich mir jetzt so, ja, deine Körperstruktur anschaue und so, was du da an dir trägst, da würde ich sagen, du müsstest nur ein paar Millimeter bewegen und da wackelt alles. Jetzt nichts gegen dich so, aber... Bro, da bist du vielleicht echt etwas zu dick, ne? Aber egal, komm, gehen wir jetzt mal weiter und die ganze Aufruhr ist natürlich riesig. Dennoch ist Stallion vor uns gepürt... Darf ich mal hier durch, Mann? Da! Ah! Vor uns gepürscht und wollte der Sache gleich auf den Grund gehen, damit wir uns nicht drum kümmern müssen. Aber da wir dazu, nämlich auch dazu gehören, können wir ihn ja nicht einfach allein lassen. Und das, hopp! Hey, Malik! Yo, was geht? Hast du das mitbekommen? Geht es um diesen Lärm? Genau! Erstmal war da dieses laute Rooms und dann war dieses rote Licht und dann hat es kaboom gemacht und dann ganz. Und da hat es alles wie so ein Blitz geschienen, Mann! Und dann. Da hat sich plötzlich wie ein wildes Pokémon, das hier zufällig in der Nähe war, gedynamixiert. Was? Oh lol, wo hat sich denn der Pokémon dynamixiert? Und was war das? Hä? Hier schau, die Schlagzeile an. Lol, Daniel hat es einfach fertig gemacht. What the fuck? Aber krass. Das Daniel, er ist einfach der Coolste. Ja, man muss schon sagen, dass er es einfach so platt gemacht hat, ist echt nicht schlecht. Also so ist es nicht. Mein Bruder und sein Glurak haben nicht lange gefackelt und das dynamixierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ich mir mal wieder bewusst werden wollte, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Cloud City sein. Auf geht's! Hast du schon den Arena-Orden von der letzten Stadt bekommen? Lol, das ging schnell. Aber okay, dann würde ich mal sagen, machen wir auch uns gleich auf den Weg nach Claw City. Sollte eigentlich gar nicht mal so weit weg sein. Wir sind eigentlich dauerhaft in der Nähe. Ich glaube, wenn ich das so anschaue, nein, ich will nicht das Fahrrad. Ich will kurz auf die Karte schauen. Haben wir eigentlich nur diese eine Route, Route 7, und dann sind wir schon in Claw City. Also es ist wirklich nicht mehr weit. Aber dann hätte ich mal gesagt, gehen wir gleich mal in den Trainerkampf. Aber bevor ich da reingehe, will ich schon, wer da vorne ist. Nein. Hier wird definitiv jemand anders im Vordergrund gehen. Nämlich Kerstin. Sie hat eigentlich gute Attacken, hat auch im letzten Part Psychokinese erlernt, wo sie durch sie auch endlich eine gute Psycho-Attacke hat und nun richtig reinhauen kann. Was ihr eigentlich an sich nur noch fehlen würde, wäre Eisstrahl. Ich glaube, mit Eisstrahl könnten wir auch noch sehr gutes Moveset erweitern und dann hätten wir eigentlich die Sache, würde jetzt kein Duo-Class auftauchen. Kerstin? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir können dich hier nicht verwenden. Deswegen werde ich sowas und rippen. Scheiße, Mann. Da wollte ich einmal Kerstin scheinen lassen und kann sie nicht verwenden. Das tut gerade schon ehrlich ein bisschen weh. Also, tut mir leid, Kerstin. Ich hätte dich echt gerne eingesetzt. Wirklich, wirklich gerne. Aber in diesem Fall bist du leider eher, ja, semi-gut. Und da kommt auch schon der Eisenschädel, wie ich es vermutet hatte. Weil durch ihren Eistypen hat sie natürlich etwas bekommen, wodurch sie noch fragiler ist als ohnehin schon. Deswegen, ja, so ein Duo-Class, die dem Tief weghaut und der falsche Gegner für sie ist. Aber der Feuerball von Arso reicht wie immer mal wieder aus, um Duo-Class aus dem Leben zu nehmen. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir sind leicht overleveled. Ich weiß nicht warum. Das kann sich auch bei der Arena gleich wieder ändern, wenn wir dort sind, aber. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das zu, ja, suspekt vor. Dennoch hätte ich gesagt, gehen wir auf eine Kehrtwende. Und mit der Kehrtwende gehen wir dann auch gleich instant auf Kerstin, machen natürlich noch ein bisschen Chip-Damage, selbst wenn es nicht sehr effektiv ist. Aber besser als gar nichts. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir auf Kerstin. Ich bin mir gerade aber auch unsicher, ob jetzt eine Kampfattacke kommt. Meine Kampfattacke würde uns aktuell neutral treffen, wegen unseren Eistypen. Aber da kommt ein Risikotackle. Okay, den habe ich jetzt nicht erwartet. Aber der Quartermark von Typ Kampf ist, sollte die Psychokinese ordentlich reinhauen. Und wir sind sogar schneller. Lol. Aber Quartermark wird diese Psychokinese definitiv nicht überleben und ist damit aus dem Spiel. Sehr nice.
Und natürlich kriegen nochmal alle schön EP. Und ich bin gespannt, wann Dodo sich entwickelt, weil Dodo sollte sich ab Level 50 entwickeln, soweit ich weiß. Und aktuell ist es halt eher noch so, nicht so der Fall. Dennoch glaube ich wirklich, es wird nicht mehr viel Zeit beanspruchen. Ich probiere es tatsächlich, bevor wir in die Arena gehen, wenigstens zu entwickeln, die erste Stufe, weil ich glaube, die nächste Stufe zur Entwicklung kommt auf Level 60 und Level 60 ist schon etwas hoch. Also es ist nicht gerade niedrig so an der Stelle, weswegen ich halt dann ja sage, komm, ich weiß ja, was in der Arena das die nächste Arena sein wird. Es wird eine Drachenarena sein, er hat den Drachentypen. Natürlich kann Dodo auch genauso viel Schaden einstecken, wie es auszahlen kann. Aber es wäre nicht so schlecht, ihn mit dabei zu haben, neben Kerstin. Weil die zwei neuen Teammitglieder werden in dieser Arena sehr entscheidend sein. Weil ohne die werden wir, glaube ich, da nicht so einfach durchkommen. Aber damit haben wir auch diesen guten alten Gentleman ebenfalls besiegt. Und ehrlich gesagt, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und oh, da sind wir gleich schon wieder hier? Okay, das ging schneller als gedacht. Ich habe die Rune tatsächlich etwas größer eingeschätzt. Aber ich hatte auch ganz vergessen, dass die zwei Runden verbunden sind, wodurch wir in die andere Stadt kommen. Ha. Curse. Aber ich habe nichts dagegen, sind wir halt gleich in Claw City angekommen. Ging zwar ein bisschen schneller und ziemlich schnell, was ich eigentlich sagen wollte. Aber was soll's, heilen können wir uns und dürfen uns ja nicht, dann setze ich lieber einen Trank ein. Weil wir haben, glaube ich, schon alle Pokémon-Center in dieser Stadt verwendet, weswegen wir diesbezüglich schon mal verkackt haben. Und ich merke gerade, dass mein Bruder im Garten ist und ich hoffe, man hört ihn nicht zu stark. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich mache mal kurz mein Fenster zu. Ach, goddammit. Ich liebe zwar meinen Bruder über alles. Aber, jetzt kommt das Aber, er muss immer so schreien. Er schreit durch den ganzen Garten und das ist halt jedes Mal so, Naja, ist es auch nur Nebensache. Aber wo müssen wir jetzt eigentlich in Claw City hin? Ich glaube, wir müssen einfach zur Arena, wie Hoppes gesagt hat, weil ja Dalian da sich anscheinend aufhalten soll. Die Pokémon habe ich jetzt gerade schon ein bisschen aufgeheilt, damit sie, ja, nicht zu stark angeschlagen sind. Obwohl, ich bin eigentlich ein Trottel. Wieso heile ich meine Pokémon? Obwohl mir bewusst ist, dass ich fast keine Tränke mehr habe. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, ne? Also, so wirklich überhaupt keinen Sinn. Deswegen ich dann echt mal gesagt hätte, wir schauen mal kurz da rein und holen uns dann ein paar Tränke. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Am meisten Geld haben wir sowieso mehr als genug. Top-Tränke würde ich jetzt nicht brauchen, weil so viele KP haben wir nicht und so viele verlieren wir an sich auch nicht. Und nein, ich will schon mehr als einen Top-Übertrank. What the fuck? Hätte ich mal gesagt, ja, packen wir 18 Stück ein, haben wir 20 Stück. Sollte, denke ich, reichen. Und dann belebern, wie viel haben wir davon? Wir haben davon noch 5 Stück. Dann packe ich auch davon noch 2 ein. Haben wir noch einen zusätzlichen und einen quasi für jedes Teammitglied. Bälle haben wir sowieso mehr als genug. Kann ich mir nicht beschweren. Und dann will ich mal kurz schauen, was hast denn du eigentlich? TMs. Okay. Megazahn, Megaheb. Die klingen auch sehr interessant, aber aus unserer aktuellen Sicht eher weniger. Weil Mega-Heap und Mega-Kick sind zwar gute Attacken, starke Attacken, aber die Genauigkeit stimmt da nicht so ganz. Weswegen ich da wirklich sagen würde, ja, lassen wir lieber weg. Lassen wir lieber weg. Hat nicht so viel Sinn bei uns aktuell. Dennoch hätte ich jetzt gesagt, machen wir uns jetzt endlich mal auf zur Arena, zur Stadtmitte. Da benutze ich auch gleich mal das Fahrrad, damit es etwas, ja, mehr vorangeht. Tu noch einen Boost aktivieren und da haben wir ihn ja schon gleich. Dalian und Sonja. Das sind ja hier alle gleich. Hier drüben! Jo, was machen hier alle hier? Am meisten Sanja, was machst du hier? Hey Malik! Jo, hi, was geht? Gute Arbeit von dir und deinem Glurak, Dalian. Ihr habt dieses Dynamics-Pokémon ja in Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar. Aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Sanja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war dieses rote Licht und dann war diese Psch und dann war diese Peng und dann war dieses Boom und dann... Ja, keine Ahnung, was danach noch alles passiert ist. Da gingen mir leider die Soundeffekte aus. Und dann hat sich auch plötzlich das Pokémon dynamixiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Hey, das habe ich vorhin auch so beschrieben. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Und Leute, Professorin, das ist das zweite Mal, dass wir die überhaupt im Spiel sehen. Das ist echt irgendwie traurig. Für mich war irgendwie Sanja schon immer die Professorin so wirklich und sie war halt einfach... Ich war einfach da. Aber egal. Exakt. Und um diese Pokémon zu brechen. Oder berechnen, braucht es ein Wissen, eine Wissenschaftslehrerin. Oder eine Wissen. Da war der Hackbrand vor dem Mittag. Also braucht es eine Wissenschaftlerin. Oh Gott, wieso Lehrerin jedes Mal? So wie Schule aktuell. Der Extraklasse. Oma! Was machst du denn hier? Was.
Und am meisten, warum hast du keinen Mundschutz an? Bist du wahnsinnig? Gehörst du wie Risikogruppe? Läuft sie wirklich so ein Virus, lässt mich auf die Bretter schicken und außerdem hat mich Präsident Rose höchstpersönlich hierher bestellt. Er hat mir Fragen dazu gestellt, was all das mit deinem Dynamics-Phänomen zu tun haben könnte. Was? Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das müsst ihr ihn fragen oder besser gesagt seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung, Kalas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschungen anzustellen, Sania. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit in der finsteren Nacht aus. Moment! Willst du mir damit etwas sagen, dass ich das Rudel nicht wirklich, was in der finsteren Nacht zu tun hat? Anscheinend. Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können, Malik. Klar können wir das, bestimmt. Aber die Frage ist ja nur wie, ne? Ich glaube, wir müssen einfach nur Pokémon killen oder so. Danke für eure Eifer, das ist wirklich sehr zu schätzen. Aber ich würde mir von euch gerade gerne nur eins zählen lassen. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass die Galar auch in Zukunft Frieden herrscht und ihr in Ruhe trainieren könnt. Alles klar, Bruderherz. Ich vertraue dir. Du bist dieses Dallion, der uns schlägt. Oh Gott, das ging ein bisschen auf den Hals. Falls jemand fragt, ob das sein musste. Ja, musste es. Oma, gibt es etwas, das Sie genau untersuchen müssen? Hilfst du mir dabei? Aber sicher, Rosania. Ich hoffe, du hast meine Salbe dabei. Natürlich, Großmutter, natürlich. Dann bis bald, Jungs. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge, alles klar? Ich rechne fest, mit euch beim Champ-Kampf zu sehen. Alles verstanden? Ja, okay. Gut, konzentrieren wir uns einfach auf unsere eigene Mission, okay? Für mich heißt das, Ness zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal zu Claw City, oder? Ja, definitiv. Das wird dann mein letztes Stadion sein. Was solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, Mann? Ja, das wird schon. Das sind ja nur ein paar Drachen-Pokémon, ne? Paar Drachen-Pokés kriege ich auch platt. Bis jetzt haben wir so viel überstanden, so viel Schwierigkeit überwunden. Da würde ich sagen, wird die Drachen-Arena das kleinste Problem sein. Aber was ich definitiv mal kurz machen wollen würde, ist, wo haben wir eigentlich nochmal die Sonderbonbons? Haben wir überhaupt noch welche? Weil dann könnte ich tatsächlich Dodo noch davor ein bisschen trainieren. Und ja, tatsächlich einen Sonderbonbon haben wir. Aber die Frage ist jetzt, rentiert es sich aktuell überhaupt? Weil nicht, dass Dodo es quasi schon kurz von Level Up ist, weil dann wäre das Sonderbonbon definitiv Schwachsinn. Und das sieht mir auch danach aus, dass es eher Schwachsinn ist. Das ist kritisch. Weil ich würde es natürlich irgendwie halt davor entwickeln, ne? Das ist halt so die Sache. Und so habe ich auch keine Level-Bomben oder Bonbons mehr, so an sich, wo ich sagen könnte, ja, dadurch kann ich es auch ein bisschen hochleveln. Sieht mir aber nicht danach aus. Ich kann höchstens bei den Schlüsselobjekten schauen, aber da sieht es auch eher nicht so gut aus. Nee, eher weniger. Okay, dann halt leider ohne Dodo auf quasi Entwicklungsstufe. Vielleicht entwickelt sich es auch in der Arena, wer weiß. Aber dann hätte ich gesagt, gehen wir auch gleich schon in die Arena rein, denn weil jetzt den Part schon zu beenden, wäre schwachsinnig. Das Claw City Stadion, die letzte Arena von Galar. Ich bin gespannt, was sie zu bieten hat. Wirklich gespannt, weil ich wurde indirekt schon ein bisschen von dieser Arena gewarnt. Der Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen, Kleiner. Der Arena-Leiter von Claw City ist der Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Und ab. Dann bitte ich dich zunächst in der Umkleide deiner Uniform zu schlüpfen. Alles klar, fertig gemacht und ich laufe einfach mal Richtung Ausgang. Da war keine Umkleide, glaube ich, oder so. Jetzt kann ich dann später mal nachschauen, aber ich glaube, da war keine Umkleide. Diese Uniform, die du trägst, zeigt von allen Siegern, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist an dich spüren. So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich bereits dort. Warte, was? In die Schatzkammer? Wie? Verstehe ich es nicht. Meinen die jetzt echt... Nein. Die meinen doch nicht, dass wir jetzt in der Schatzkammer quasi... Doch! Oha. Mal sehen. Wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10? Nicht mal 10? Wow. Warte, wer ist denn das? Also, ich... Also mich persönlich, der Ace nennt sich immer zuerst. Hopp. Dann wahrscheinlich noch Mary.
Und dieser andere pinke Fuzzi, den ich nicht leiden kann. Also die für definitiv, aber wer noch? Puh, keine Ahnung. Also gut, Malik, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Okay. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Trainer besiegen. Das ist alles. Was? Echt jetzt? Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Ah, die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halte ich auch nur sehr wenige Challenger so lange wie durch wie du. Ja, sie war schon anstrengend. Wir haben bis jetzt nur eine Niederlage kassiert am Anfang, aber wir sind bis jetzt hierher durchgekommen. Aber auch nur bisher durchgekommen, weil ihr wolltet, dass es halt weitergeht, ne? Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Ja, genau, ich zeig dir einfach alles, was ich kann. Ohne Probleme, dass du genau, ganz genau weißt, wie ich kämpfe und mich einfach outplayst. Nein! Jeder hat seine Geheimnisse im Kampf, okay? Aber genug geredet. Die ersten Arena-Trainer wird dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich! Raphael mit der Brille. Da würde ich mal sagen, legen wir los, hä? Aber ich habe die Pokémon nicht richtig vorgeschickt. Das ist natürlich kacke. Bin schon zur Stelle. Roy hat mir 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich dieser Stärke zunutze machen will. Alles klar, Raphael, hätte ich an der Stelle gesagt. Dann kämpfen wir mal gegen dich. Und er haut einen Plipper und einen Whiskergott raus? Oh! Okay, das klingt interessant. Weil Pelipper hat Niesel. Das ist schon mal Punkt 1. Aber Whiskergott hat, glaube ich, noch irgendeine Fähigkeit, glaube ich, Hydration, wodurch man ihn nicht paralysieren kann und so. Wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich auch so komplett irren. So ist es nicht. Dennoch bin ich mir da ziemlich sicher. Aber ich hätte gesagt, auch mit dem Gefriertrockner gehen wir definitiv auf Pelipper, weil es auf Wasser-Pokémon sehr effektiv trifft und dadurch eine Vierfachschwäche gegen Pelipper entsteht. Und Whiskergott hat eine ziemlich hohe Physik. Spezielle Verteidigung, weswegen Feuerball nicht so gut wäre. Obwohl, was ist Feuerball eigentlich nochmal? Physisch oder speziell? Physisch sogar! Aber es wird resisted. Wegen den Drachentypen. Da hätte ich gesagt, gehen wir von das mit Azuya raus. Am meisten an den Feuerattacken bringen sowieso nicht so viel. Wegen dem Regen. Das heißt, der macht dann nochmal weniger Schaden als ohnehin schon. Also hat er weniger Sinn hier aktuell im Kampf. Leider. Sehr schade. Und da hätte ich gesagt, gehen wir tatsächlich auf Kado, weil Kado soll die Drachenattacken ganz gut ausdenken wegen den Stahltypen. Und zum anderen können wir dadurch ja nochmal einiges wegstecken, weil er einfach ein bisschen bulky ist. Der Gefriertrockner kommt durch gegen Pelipper, vierfach Schwäche und damit ist Pelipper auch Geschichte. Nice! Seine einzige Aufgabe war anscheinend gerade wirklich nur, den Niesel hervorzubringen. Was halt, ja, nicht so viel gebracht hat. Da kommt gleich der Drachenpuls entgegen und das Aufkersten. Aber ich glaube, ich sollte das. Ja, ganz gut wegstecken tatsächlich. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir mit dem Gefriertrockner auf Whiskergott, obwohl das was sehr wahrscheinlich gut wegtanken wird. Und auf den Bohrschnabel von Kado. Und ich denke, nach der Aktion wird dem hier Whiskergott aus dem Game genommen worden sein. Obwohl auch schon der Gefriertrockner reicht. Also Whiskergott hat ja eine ziemlich hohe spezielle Verteidigung. Whiskergott müsste die auch haben. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwundert, dass es schon gereicht hat. Interessant. Aber wir haben sie definitiv locker, easy outplayed, gar keine Probleme. Und haben damit den ersten Kampf schon Waren das nicht davor 2? Wieso sind jetzt 3? What the fuck? Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bisher durchgeschlagen hat. Obwohl, hat er der Typ das gerade gesagt oder Roy? Ich habe keine Ahnung. Ach, egal. Hier kommt unser zweiter Trainer. Lorraine? Ich glaube, die heißt Lorraine. Egal. Komm her, Kleine. Dann kämpfe ich nur gegen dich, ja? Obwohl, ich kann speichern. Oh mein Gott. Okay, dann hätte ich gesagt, ich habe erst gedacht, es ist nach einer Reihe. Dann beende ich an der Stelle wirklich den Part. Tut mir leid, wenn ich den jetzt schon beenden muss, aber sonst hat er eine enorme Überlänge und rendert länger und dann kommt der Part doch nicht um 20 Uhr und das wäre ziemlich scheiße. Ich rechne sowieso jetzt schon damit, dass HD wahrscheinlich nicht ganz verarbeitet sein wird. Naja, ist es Nebensache. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und im nächsten Part wird es dann definitiv gegen den Arena-Leiter gehen. Ich denke, die 2 werden wir locker noch besiegen, gar keine Probleme. Da verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage bis dann und ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Schwert.